Es geht nicht um Ehrenmorde. Der Täter wurde bereits verhaftet. Es ist ein afghanisches Mädchen von etwa 28 Jahren. Es ist schade, dass es jemand aus unserem Freundeskreis ist. Jemand, von dem wir das in unseren wilden Träumen nicht erwarten konnten. Ihr Motiv ist noch nicht bekannt. Sie will nichts darüber sagen. Kann es sein, dass Geld auf dem Spiel steht? Kann es Eifersucht geben? Alles ist möglich. In etwa 2 Monaten wird es eine Gerichtsverhandlung geben, und jeder kann kommen und teilnehmen und alles herausfinden. Aber die Leute hören bitte auf, Klatsch zu verbreiten. Grüße, Masoud Mehraban.